Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und mal wieder außer Atem. Ihr habt es euch gewünscht und jetzt kommt es, besonders einer wird sich angesprochen fühlen, ein How-To Aufwärtsrudern. Kleiner Prolog, um den ich ja nie herumkomme. Es gibt hier ein paar Dinge anzumerken. Zum einen, es ist eine weniger beliebte Übung geworden und das gar nicht mal zu Unrecht. Denn man muss zwei Dinge beachten und die könnt ihr nur persönlich für euch entscheiden. Sie kann effektiv sein und ihr könnt vor allem endlich mal mehr für den mittleren Delta tun, als einfach nur seitheben, wenn ihr es richtig macht. Die meisten machen es für den vorderen Delta, und zwar, weil sie es nicht besser wissen. Die klassische Variante ist an der SZ-Stange. In der Mitte greifen und irgendwo hier vorne hochziehen. Die ist, was darf ich bei YouTube sagen, gelinde wirksam. Ihr könnt es wesentlich besser machen. Wenn man es besser macht, bleiben aber trotzdem noch zwei kleine Risikofaktoren. Jetzt sollten nicht zu sehr die Alarmglocken angehen. Risikofaktoren gibt es bei vielen Übungen, die ihr wahrscheinlich auch schon macht. Wie zum Beispiel bei Dips und dergleichen. Das heißt, Risiko eigentlich nur für diejenigen, die ein bisschen vorbelastet sind oder aufpassen müssen. Und das heißt auch, bei solchen Übungen nicht direkt das maximale Gewicht und einfach mal gucken, ob man es schafft, sondern rantasten. Und dann könnt ihr daraus wirklich was Effektives basteln. Das ist zum einen Schultern. Weil ihr dort eine relativ seltsame Bewegung macht, die ihr mit relativ viel Gewicht, weil der Bizeps ein bisschen beteiligt ist, absolvieren werdet, habt ihr relativ viel Gewicht für die relativ untypisch seltsame Bewegung. Und das kann, wer Schulterprobleme hat, problematisch werden. Oder wer sowieso vielleicht verdeckt Schulterprobleme schnell bekommen kann, kann sie dadurch theoretisch fördern. Aber nicht, wenn ihr leicht anfangt und euch dann steigert. Probiert diese Übung aus, tastet euch ran und dann könnte es eine tolle Übung werden. Das zweite sind Handgelenke. Wird oft unterschätzt, aber weil ihr die in einer sehr seltsamen Position habt, meistens eine abgeknickten und dazu kommen wir gleich, ist es da auch oft schwierig, denn viel geht hier über die Handgelenke und da ist eine große Belastung drauf. Jetzt kommen wir aber endlich mal zu dem konstruktiven Teil. Ich empfehle euch, diese Übung nicht frei zu machen, sondern an der Multipresse. Habt ihr es noch nicht ausprobiert? Tut es einfach mal. Ich habe es irgendwann überraschenderweise gemacht und das war nur nebenbei. Ich habe die Multipresse gesehen, habe das einfach gemacht und war total überrascht, dass ich den Muskel so gut getroffen habe. Dann weiß ich gar nicht, ob ich die Übung erfunden habe oder ob das schon mal jemand gemacht hat oder auch einen Namen gegeben hat, habe ich es nur noch damit gemacht. Werdet ihr so gut wie nie anfinden, aber ich empfehle es euch. Warum an der Multipresse? Ihr habt hier nur einen Weg und könnt deswegen nicht viel von vorne nach hinten variieren. Das heißt, ihr geht in einer Linie hier hoch, so wie es soll. Wenn ihr natürlich jetzt nicht groß mit dem Oberkörper rumwackelt, werdet ihr aber merken, dann könnt ihr wesentlich akkurater den Muskel treffen, statt wenn ihr mal nach vorne hin ausweicht und euch zurückbeugt und das Gleichgewicht da irgendwie ausbalanciert. Brauchen wir hier alles nicht. Wir gehen hier gerade hoch und können es wesentlich besser verfolgen, was wir für eine Bewegung machen. Deswegen die Multipresse. Jetzt gibt es einige Dinge zu beachten. Ganz wichtig, ich habe gerade schon darüber gesprochen, die Handgelenke. Wenn ihr gleich anfasst, achtet darauf, dass die Handgelenke wie beim Bankdrücken, wie bei allem anderen auch, in einer Linie zum Unterarm ist. Nicht abgeknickt und erst recht nicht so abgeknickt und hier hochziehen. Das wollen wir nicht. Dann könnt ihr es direkt sein lassen. Da habt ihr nicht lange was von euren Handgelenken. Wirklich mit Kraft hier halten, beziehungsweise wenn ihr hier hochgeht, müsst ihr auch den Unterarm auf Handgelenkniveau bringen. Ihr könntet theoretisch hier hochgehen, absolut fatal. Also schiebt ihr hier die Ellbogen und den Unterarm nach vorne und dadurch geht es auch viel mehr auf den seitlichen Delta. Ist eine gute Eselsbrücke, ist auch noch besser für den Muskel. Aber gerade halten, hier hochziehen, ganz wichtig. Und jetzt erkennt man es schon, wir greifen nicht eng, weil immer, umso enger wir greifen und hier quasi nicht an die Seiten unseres Körpers kommen, ihr seht, dann schieben sich die Ellbogen automatisch nach vorne und wenn die Ellbogen nach vorne gehen, dann gehen die Schultern nach vorne und dadurch haben wir den vorderen Delta drin. Wir wollen aber möglichst nach außen und jetzt seht ihr, was passiert, mein Brustkorb öffnet sich und ich gehe zur Seite und damit kann ich den seitlichen Delta, und dafür soll die Übung da sein, aktivieren. Heißt, wir greifen relativ breit. Und zwar so breit, dass wir mehr oder weniger so ein Rechteck bilden. Andere Perspektive. Und hier sehen wir das Rechteck, hoffe ich. Rechter Winkel in einer Gerade durch und hier rechter Winkel. So hochziehen. Dann ist es richtig. Das heißt nicht hier, nicht so weit außen, sondern so, dass das hier immer gerade eigentlich bleibt. Und dann zieht ihr es hier hoch, bis es nicht mehr geht.
Vorne rum könntet ihr es theoretisch hier hochziehen. Das geht dann über den vorderen Delta, haben wir auch bei Seitheben schon gelernt, Seitheben-Video. Und wenn wir hierüber nicht hinauskommen, machen wir es richtig, denn dann geht es auf den mittleren Delta. Das spürt ihr auch, versucht es einfach mal. Geht ihr hier hoch mit dem Ellbogen voran, denn der zieht die Bewegung, als wäre hier so ein kleiner Haken drin, wie so eine Marionette und zieht euch hoch, wie beim Seitheben auch. Dann geht ihr hier hin und ihr seht schon, der mittlere Delta ist es, der rauskommt und nicht vorne rum. Jetzt werde ich die Übung einmal demonstrieren. Schaut mal, was ihr daran noch findet, was ich euch gerade erzählt habe. Den Oberkörper mehr oder weniger nur leicht vorgebeugt, aber aufrecht halten. Und das war's dann auch schon. Ihr könnt gerne ein bisschen mit Schwung arbeiten, ob aus den Beinen, aber nicht hier oben landen. Auch hier sicheres Abfälschen, siehe SZ-Curls, sicheres Abfälschen. Hier hochkommen, langsam runterlassen. Bisschen oben halten, langsam runter. Und dann ist es eine tolle Übung. Macht das Ganze vielleicht sogar erstmal nur mit der Stange, Gefühl reinbekommen, die Bewegung richtig, auf das Handgelenk achten. Und dann 5 pro Seite dran, nochmal 5 mehr und so weiter. Und wenn ihr euch da reinsteigert, eine super Sache. Das Ganze habe ich schon mal demonstriert, auch einarmig. Schaut mal da das Video an, meine letzte Videoempfehlung für heute. Ansonsten schaut euch mal die restlichen Videos auf dem Kanal an, lohnen sich alle. So viel Videoempfehlung kann ich pro Video gar nicht rausgeben. Und wem es gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.